Nach dem Erfolg von Mortal Kombat Dark Alliance schiebt Midway noch einen weiteren Teil für PS2-Kämpfer nach. Neben dem Conquest-Modus, der das Herzstück des Titels darstellt, findet ihr auch wieder einen Arcade-Modus vor. Die Dark Alliance des Vorgängers hatte tatsächlich Erfolg. Onagas dunkle Armee wurde wieder zum Leben erweckt. Allerdings wurde nicht nur Onagas Herr zurück ins Leben gerufen, sondern auch seine Hoheit selbst. Und der hat ein Auge auf die Herrschaft über diverse Mortal Kombat-Welten geworfen. Um den Machenschaften des Drachenkönigs entgegenzuwirken, stehen zu Beginn 12 blutdürstige Kämpfer zur Auswahl bereit. Die restlichen Fighter schaltet ihr im genannten Conquest-Modus frei. Nachdem ihr eine Figur ausgewählt habt, kämpft ihr euch durch 7 Areale, bis ihr letztendlich Oberbösewicht Onaga gegenübersteht. Neben dem bekannten Stammpersonal wie Scorpion oder Sub-Zero kehrt auch Baraka wieder zurück aufs Schlachtfeld. Große Änderungen zum Vorgänger sind beispielsweise die Kampfarenen, die sich nun über mehrere Ebenen erstrecken, so wie ihr das aus Dead or Alive kennt. Drescht euren Gegner einfach gegen die farblich markierten Ringbegrenzungen und schwuppdiwupp fällt dieser einen Stock tiefer. Durch verschiedene rundenspezifische Fatalities könnt ihr den Kampf auch vorzeitig beenden. Hierzu müsst ihr euren Gegner mit einem harten Schlag oder Tritt gegen das jeweilige Objekt schlagen bzw. treten. Danach übernimmt eine Animation, in der der Gegner kurz und schmerzlos sein Ende finden wird, den Rest. Apropos Fatalities. Nach jedem Kampf hat der siegreiche Fighter die Möglichkeit, den Unterlegenen mit einem besonderen Move zu eliminieren. Wer das nicht möchte, kann dem vorbeugen. Während der Sieger die Tastenkombination eingibt, um den Fatality auszuführen, müsst ihr lediglich schneller sein und die Tastenkombination für Harakiri eingeben. Und schon stirbt ihr durch die eigene Hand. Im Kampf gegen Drachenkönig Onaga könnt ihr auf ein paar Hilfsmittel zurückgreifen. Zerstört ihr eine der herumstehenden Säulen, ist der Bösewicht für kurze Zeit bewegungsunfähig. Habt ihr den König bezwungen, wirken als Belohnung ein paar Infos über euren gewählten Charakter.